So. Und nach schön, oben. Schön, schön, schön. Nach oben will er. Mhm. Ich will ganz hoch raus. Hier hinten war doch, glaube ich, auch mal irgendwas. Ich kann mich erinnern. Ja, ist einfach noch ein weiterer Weg hoch, alles klar. Okay. Aktivierung des Schnellreisenetzwerks. Yay! Sehr schön. Jetzt können wir schnell zwischen Firestone und hier hin und her switchen. Ohne das Gebiet. Gott sei Dank. Direkt fahren. Oh. Wow. 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 Raketenwerfer, Menschen. Apropos, kann ich doch auch. Heia. Ich hole mir mal Lebenspunkte zurück. Und. Ja, das wäre auf den Kopf. Nicht schlecht. Ja, wo ist er? Das ist ein Schläger. Ins Gesicht. Ja, auch. So. Ach, Mann. Den wollte ich gerade erschießen. Hey, für mich war es nützlich, ja? Oh, oh. Der lebt ja noch. Es ging um Leben und Brot für die Welt. Stirb. Mit Raketenwerfer ins Gesicht. Oh. So. Hi. Mir auch ein Vergnügen. Was? Der da? Ja. Das sieht ein bisschen grün aus. Ganz leicht. Ganz leicht. Und yay. Jetzt geht's zurück. Nicht mit dem Kerl. mal da war die Tür, genau. Da kann man eigentlich auch durch. Na gut, stimmt schon. Wo kann man die Türen wieder zumachen? Ja. Ich kann trotzdem wieder rein. Was wäre es, wenn man die von innen verschließen könnte? Lass mich rein. Erinnert mich an so ein gewisses anderes Spiel mit Zombies und so. Okay, dann mal zurück zum Wert. Ne? Wo ist denn der? Da. Bitteschön. Straßenkriege. Sehr schön. Da können wir gleich mal noch zu Skagzilla gehen. Oh yeah. Menge Granaten. Ja, ich lasse meine Transfusion, die mag ich. Brauche ich Munition? Nö, sieht noch gut aus. Ne, gut, Raketen könnte ich mal ein paar neue kaufen. Okay. Schwarzen Brett von Lucky, okay. Besser gesagt, Lucky selbst ist doch das schwarze Brett, oder? Oder ist hier noch eins? Ah, ist noch eins da, okay. Ich wusste es doch. Ich muss nur abwarten, bekomme ich hier eine Quest für meinen Revolver. Tatsache. Ach, du Heilige. Das sind ein paar Quests. Das sind ein paar, ja. Einfach mal alles annehmen. Und gucken, wir machen einfach von unten nach oben. 18 ist das geringste. Dann machen wir, glaube ich, Skagzilla. Ach, das ist sogar 20. Okay, dann machen wir erstmal andere. So. Fahrzeugpatrouillen vernichtet. Die haben wir jetzt auch gerade eben bekommen. Ach ja, das ist die Quest, die am meisten Spaß macht. Wenn man sein Fahrzeug nicht verliert, ist es echt lustig. Aber wenn man da zu Fuß gegen die kämpft, ist das richtig gemein. Wir haben ja schon gesehen, die hier rumpatrouillieren. Da kommen sie. Es ist noch viel, viel hässlicher, wenn man nicht weiß, dass man Gegner festlocken kann. Und man muss gleichzeitig noch schießen und fahren. Aber ich glaube, das war doch beim ersten Mal unser Problem gewesen, gell? Irgendwie so, ja. Das war auch das erste Mal, als ich selbst durchgespielt habe, ganz alleine. Das allererste Mal habe ich es ja solo durchgespielt. Das war, glaube ich, sogar als es released wurde. Das war so 2008 oder so. Oder 9, irgendwie so. Und da war es das gleiche Problem. Au. Dass ich irgendwie einfach nicht wusste, dass man so festlocken kann und dass das dann Gegner automatisch visiert werden. Das haben sie aber auch auf dem zweiten Teil entfernt. Das geht auch noch hier.
Na Gott sei Dank! Uiuiui, uiuiui. Ja, mein Auto ist schon so recht Larifari-mäßig gebiert. Irgendwie fahre ich nur noch mit dem Reifen und der grundsätzlichen Karosserie. Wo so in der die Felgen und noch was Stangen. Da geht ja nur Aufträge, wo es darum geht, mein Zeug zu schrotten. Ich glaube, der setzt diese Dreckskerle nur in meine Karren, damit du sie dann hochjagst. Warum rüstest du dich auch damit aus? Obwohl, na ja gut, er macht es anscheinend. Uhu! Ich eile! Kommt denn der her? Ach du Heilige! Ein knallharter Psychopath! Ich rette dich! Oh, wie süß! Macht er mein Auto kaputt? Der macht mein Auto kaputt! Habt ihr das gesehen von rechts? Das, jetzt haben wir es mal demonstriert. Jetzt haben wir es mal demonstriert, was passiert, wenn so ein Auto, weil die Autos machen das auch gerne. Die fahren gerne über einen drüber. Die fahren direkt auf dich zu und direkt über dich drüber. Das. Ja, das hat man jetzt nur rechts so vom Augenwinkel ein bisschen gesehen. Scheiß Auto. So. Fahr weiter, Bruder. Jetzt! Du Schwein, was das? Das war das Ding, was ich vorher angehittet hatte, glaube ich. Ja. Ui. Ich glaube, ich hätte den knallharten Psychopath einfach überfahren sollen. Oh. Ja, das hättest du. Das war so. Deswegen meinte ich ja, das Überfahren ist einfach overpowered. Das muss ich nicht. Ah, dahinten. Jaha. Den habe ich schön hingestellt. Oh, die steigen sogar aus. Sehr und schön. Da haben wir sie alle. Super. Bevor wir die abliefern, gucken wir mal, was gleich die nächste sagt. Weil das sind gleich so Quests, die kann man gleich in Masse machen. Das ist das Überfahren. Er hat dich dazu gebracht, ein paar von meinen Karren hochzujagen? Banditen hin oder her, das waren astreine Flitzer. Oh. Oh. Was ist das mit den Benzintanks? Das ist gleich hier drüben. Wunderbar. Wo ist hier drüben? Da ist hier drüben. Miau. Was machst denn du schon bitte? Lässt du dich mal kurz aus den Augen. Ja. Weißt du, ich kann das nämlich. Alter. Komm her. Dann darf ich dich erschießen. Oh mein Gott. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich jetzt aussteige, um dich zu ressen. Ich probiere es jetzt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Nein, nein, nein. Oh. Das war knapp. Schnell zurück ins Auto. Aber echt mal. Also noch einer. Da hinten noch einer und noch einer und noch einer. Wo ist denn der? Hä? Ach da? Naja, ich meine, die kommen ja unendlich. Du könntest zu den Benzintanks fahren oder zu Godzilla. Hatte ich ja eigentlich vor, aber dann kam irgendwas Unerwartetes, was mich davon abgehalten hat. Scheiße, die sind fast kaputt. Ja, ungefähr genauso ging es mir, ehe dann die Wachen da rausgekommen sind. Da kommen auch wieder Gegner, aber wenigstens ist hier wieder eine Catch-a-Ride-Station. Wo Gott sind hier die Benzintanks? Da müssen wir. Ah, da müssen wir durchführen. Okay. Okay? Okay. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Hörst du das? Oh nö. Da sind Viecher drin. Das ist eklig. Aber ganz hässliche Viecher. Was gibt's hier? Hi. Ja, ist das ein Schaden. Das ist auch nett. Also, warte mal. Ich muss mal gucken. Welches Level habe ich jetzt nochmal? 20? Erinnert mich. Wolfinger erinnert mich ein kleines bisschen an Headcrabs. So. Hey, meiner Kampfschaden reicht eigentlich, um die alle so weg zu. Na gut, bloß dass Headcrabs nicht fliegen können und dass sie sich nicht auf den Kopf setzen. Aber so die so rumkrabbeln und einen so anspringen, die erinnern mich von ihrem Verhalten mittel an Headcrabs. Er mit dem Schmerz schreit er da. Du willst mir ja nicht geben. Ja. Ich geb dir nur Tod, Leid, Zerstörung. Wow, wow, wow. Explosiven im Nahkampf zu schlagen ist, glaube ich, nicht so eine kluge Idee. Und da haben wir einen
Benzintank 1. Ach stimmt, die sind ja in verschiedenen Orten, oder? Ja. Yeah. Da muss man ewig weit fahren. Da kommt man doch hoch. Hä? Wo ist denn das Vieh? Gefunden. Nett. Lustig. Genauso eine, die ich jetzt gerade so in dem Shop gesehen habe, bloß eben umsonst. Wer bist denn du? Hi. Du Viech, stirbst. So. Wenn du zu mir hochkommen willst, da ist ein schöner Sniper, den ich interessieren könnte. Achso, du bist da oben. Ah, das sind sogar die Dinger, die man an der Strecke dann töten muss. Ah, die kommen sogar immer nach. Das ist ein Erfahrungsspender, kann das sein? Ich versuche mal den noch zu töten. Aber ich möchte es nicht abusen. Wo bist du da raufgekommen? Da hinten bei den Reifen. Genau. Die nehme ich mal zum Verkaufen mit, die Weiße. Die Sniper könnte dich interessieren. Die ist hübsch. Ich habe noch eine Feuerrate, die echt interessant ist. Also das Ding ist gut. Du brauchst halt 22 für, aber wenn du es hast, wird's lustig. Ich kann im Übrigen endlich mal den Springer machen. Aha. Den was? Den Springer. Den Sprenger. Oh, ja, Skillpunkte. Vom Axel Springer Verlag. Wow. Eigentlich können wir die Quest mit dem Überfahren gleich jetzt machen. Das ist nämlich gleich die Strecke, wenn wir schon mal da sind. Ja. Ich habe mir ja auch schon ein Auto organisiert. Okay. Mal wieder. Organisiert? Hast du es dir mit Organ gekauft zum Organspenderauswahl? Ja, natürlich. Ich habe dem einen gesagt, so, ich nehme jetzt deinen Minz und verkaufe die. Ja, ey, das knabbert mein Auto an. Geh weg. Oh. So, es war ja eigentlich hier nur im Kreis. Das war einfach nur im Kreis fahren und die Viecher überfahren, ja. Flatsch. Ach ja, stimmt. Ich weiß, was die Schwierigkeit war. Die Explosiven. So ein klein wenig. Minimalst. Aber das Lustige ist, die lassen hier auch sehr, sehr schöne Sachen fallen unterwegs. Ich glaube, die lootet man da einfach am Ende bei einer zweiten Runde. Knallharter Gift. Gigantische. Das ist langsam ein bisschen problematisch mit dem Auto, weil das Überfahren macht auch Schaden am Auto. Ich nur glaub, ich leicht. Ein bisschen wegqualmen. Ach, das war gerade nicht so. Aber ich glaube, hier gibt es noch keine Handbremse fürs Auto, oder? Das ist mir jetzt... Nee, geht glaube ich noch nicht. Schade. Mit der Handbremse ist echt gut, aber mit der langsam mal Land umzugehen, dann ist das echt lustig bei Borderlands 2. Ja, fuck! Was war denn das für eine geile Sprungeinlage? Ja, es geht schon, Okay. Es gibt sogar gut XP jetzt. Hui. Mach ich eben so, bringt mehr XP. Bam, 1200 einfach mal für so einen fetten. Ja, da, Ruhe. Komm her. Nein. Das haben wir bei mir tauchen gar keine mehr auf. Bei mir kommt eine Menge. Ah ja. Da sind sie. Ey, verarsch mich nicht. Da ist wieder da und hier hier und da. Nächste. Kommt der. Er ist genug für alle da. Ansonsten schreckliche Gesundheit ist auch gut. Was haben wir da? Klebedinger da. Die sind ja uninteressant. Das Viech springt mir einfach ins Auto rein und stirbt dabei. Ich loot wohl. Zum Looten. Naja, ich gehe erstmal zurück und hole mir ein neues Auto. Oder ich steig bei dir ein. Auch eine Idee. Yay. Ich glaube, da vorne ist was zum Looten. Ja, aber das ist nichts Gescheites. Aber was Blaues ist dabei. So Klebe. Ach so, okay. Das ist nur so Klebegranatsche. Nichts wirklich atemberaubendes. Den Eingeweihten dieses Höllenebers hat sich soeben mein Schicksal erfüllt. Die aufhaltbare Macht. Die lag da bestimmt irgendwo. Äh,
Würde da mal bitte mehr Viecher kommen? Way. Stimmt, die ganze Strecke bin ich ja sowieso noch gar nicht rundherum gefahren. Aber jetzt seht ihr es ja, durch Cabo. Ja. Ja, ich wollte hier den 316 probieren, Schall. Weil, ja, Viecher da sind. Du verstehst, wie ich das meine. Das wird jetzt knapp. Na? Hört sich irgendwie ein bisschen an wie Katzen irgendwie. Aber nur so ein klein wenig. Langsam, aber sicher dürfte... Ah, oh, Gott sei Dank. Ja, so langsam sicher dürften wir fertig sein. Wunderbär. Wunderbär. Dann mal zurück zum Catch a Ride, hole ich mir wieder ein neues Auto. Ja. Wenn du es vorher nicht selbst zu Schrott fährst hier. Gott sei Dank geht das hier nicht. Irgendwie schon, ja. Kann man dann doch leicht froh drüber sein. Leicht froh. Ich bin immer noch der größte Zauberer aller Zeiten. Und wenn irgendeiner von euch mich noch einmal Frodo nennt, dann werde ich. Ist gut, Frodo. Du Harry Potter für Arme, aber ganz arme, also so arm, ich kann mir schon gar nicht vorstellen, wie arm man eigentlich sein muss. Du verbrennst dir selbst beim Wasser beim Zaubern die Finger. Okay. Catch Wild. Jetzt haben wir die noch. Ich würde mal sagen, die ganze Questreihe machen wir noch und das würde dann erstmal reichen. Die ganze Questreihe. Ja, das dürfte eigentlich nicht mehr so viel sein. Weil wir haben jetzt hier noch den Benzintank dann da oben. Fahren wir jetzt gleich mal hoch. Yay. Du hast übrigens gar kein rosa Auto mehr, ist mir aufgefallen. Ja. Ich hab schon gedacht, ob du dir meins genommen hast, aber meins ist ja explodiert, das kann ja nicht sein. Ja, dann hättest du ja jetzt ein rosa Auto, ne? Ja. Ich glaube, das ist sogar hier, oder? Ja, da ist halt was, dass man noch leben kann. Warum nicht? Was? 12 Tage von Pandora. Ich glaube, Großwildjäger ist da noch dabei, hä? Ah, das ist genau der Köder für Großwildjäger. Den können wir auch gleich mal mitnehmen, wenn es auf dem Weg schon mal liegt. Boom, boom. Ach komm, das bringt mehr XP, die so zu töten. Ja, natürlich. Quatsch. Ich liebe es. So. Zack. Und das ist der Köder, den wir fürs Gagzilla brauchen. Gagzilla. Hier machen wir irgendwas mit einem Ventil. Ja, Ventile geschlossen. Haben wir auch gleich mal was gemacht. Das ist okay. Ach, ja, sehr schön. Ja, alles mitnehmen, was auf dem Weg geht. Ja, stimmt, genau. Aber ich erinnere mich, das war ja das Angenehme an diesem Gebiet, weil du halt sehr, du kriegst sehr viele Quests, aber die Quests. Ja, genau. Und du kriegst halt sehr viel noch auf dem Weg. Und ich glaube, hier oben, wenn ich mich recht erinnere, war, glaube ich, irgendwo noch sogar noch die Schnitzeljagd. Ich glaube, kann es sein? Ich habe Tatsache, auch das so ist er hier. Déjà-vu. Ich wusste es nämlich noch. Das kam mir zu bekannt vor. Hier war die Schnitzeljagd. Ein Teil habe ich schon mal vom Revolver. Okay. Da oben ist gleich noch eins. Mich, dass da oben, genau. Hier war nämlich. Dann ist das nächste Ventil gleich noch. Das ist auch lustig, wenn man da reinkommt. Ja, genau, das war von da hinten. So ein kleines Jumping-Puzzle. Ich überlege gerade wieder, wie der richtige Ausdruck dafür ist. Ich glaube, wir haben, ja, Revolver haben wir jetzt, glaube ich, durch. Ventile haben wir 2. Bam, Fortschritt, es geht voran. Hey, hey, hey. Das in kurzer Zeit. War das nur 3 Revolverteile? Nee, ich glaube, da war noch eins mehr. Ja, es fehlt noch ein Lauf vom Revolver. Okay. Ich glaube, hier habe ich auch mal eine Zeit lang gehangen. Stimmt. Ich weiß es. Ah, ja, ja, ja. Dir fällt es ja, auch ja, gerade ja, wieder ja, ein, oder? Ja, weil hier ja, haben wir auch eine lange ja, Zeit verbracht. Bis ja. Wenn man so lange nach etwas sucht, dann fällt es einem war irgendwann so auf. Arsch. Aber ich glaube, im Borderlands. Das war so Arsch, ja. Ja, nee, ich glaube, es war nur beim Einsehen, wenn ich Schnitzeljagd nicht. Aber ich glaube, beim Zweier gab es auch so ein paar Sachen, wo man sowas suchen musste, wo es auch so gemeine Verstecke gab. Und Gott verschiedene. Aber hier waren sie gemeinsam. Gemeiner. So. Benzintanks sind da oben. Praktisch, alles auf einen Streich gleich machen. Yay! Spart Zeit. Piss off, die sind hier immer so böse.
dir das schon mal aufgefallen? Es gab immer Leute, die so angezweifelt haben, das habe ich nämlich auch schon bei manchen Videos gesehen oder so, über die Felsformationen, die es hier gibt, dass das physikalisch nicht ganz korrekt ist. Man darf aber nicht vergessen, dass Pandora eben eine niedrigere Schwerkraft hat. Da wirkt welche Felsformation? Ja, einfach so die Felsen, die hier so manchmal rausragen und so. Naja. Aber ja, warum darfst du dich in dem Borderlands 1 nicht bewegen, um zu den Feinden hinzugehen? Oh. Weil die Leute erst bei Teil 2 draufgekommen sind, dass es ganz nützlich sein könnte. Und nächste. Kommt her, es ist genug für alle da. Cool. Noch? Nein, oh. Nein, ich würde gerade abdrücken. Nein! Und dann gibt es diese nervigen Odwins, die einfach dann irgendjemand und man dann. Hast du was, Kabu? Ich glaube, du bist schlecht gelaunt. Nein, ich bin gut gelaunt. Ungefähr genauso gut, wie man gelaunt sein kann, wenn man morgens um 5 Uhr geweckt wird und es dann heißt, oh Schatz, tut mir leid, du musst eine halbe Stunde aufstehen. Kabu, und ja? Ist das Hübsches für dich? 48% Blattwing-Schaden mehr? Mhm. Oh, fuck. Oh, das ist auch nicht schlecht. Blattwing wird nicht gerade sehr erfreut sein. Präzise. Ne, die nehme ich zum Verkaufen mit. Die sind schlecht gewesen, beide. Musst mir glauben. Musst mir vertrauen. Ich vertraue dir ungefähr so weit, wie ich dich werfen kann. Du kannst mich bestimmt ganz weit werfen. Hier ist die Schwerkraft gering. Einen halben Meter? Andersrum wäre es besser, wenn ich dich werfen würde. Oh, mich kriegst du nicht rauf. Bei meinem Gewicht, KV. Ich meinte jetzt eher so. Ich bin eine fette Sau. Mordecai und Brick und so. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der Schatten her, aber du bist gesprungen. Nein, Kabu, spring nicht. Spring nicht. Doch, ich spring. Ich spring. Hier ist der letzte Tank. Steck den Tiger in den Tank. Ich schlage nicht auf kleineren Leuten. Nein, sie müssen mir glauben. Ja. Nach kleineren Leuten. Vertraue ich dir aber kleineren Leuten rum. Oh, warte mal, meinen neuen Bloodwing mal austesten. So. Stehen sie gegenseitig im Weg. Ich geh mal durch. Wow. Oh Gott, ich glaube, ich. Ja. Ja? 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 Hier müssen wir nicht nur für einen Benzintag hin. Ich weiß, was uns hier erwartet. Weißt du es auch? Oh. Erinnerst du dich? Hier geht's nämlich nach unten. Weißt du noch, was da unten vielleicht auf uns warten könnte? War das hier schon? Nein! 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 Wollen wir, wir könnten ja jetzt. Weil, Utwin, weißt du, was jetzt echt gemein ist? Wir müssen noch anhand von irgendeiner Quest darunter, oder? Du meinst hier den. Oh nö, ist der jetzt explodiert? Kannst du mich bitte hochhelfen? Dankeschön. Ach, meinetwegen. Ja, du, sprich mal deinen Gedankengang zu Ende. Dass wir hier beenden die Aufnahme? Nein, so gemeint sind wir doch nicht. So meinst du vielleicht. aber müssen wir hier für irgendeine Quest auch hin? Benzinkrieg müssen wir nicht hin, elementar. Ah, unheimliche Ausgrabungsstätte. Geister der Kammer gefunden. Ja. Na komm, wir wollten die Quest sowieso alle machen. Geben wir mal Moment, runter. Moment, Moment, Moment.